Hallo zum Pokalspiel gegen Dynamo Dresden. War doch Pokal, nicht Liga. Ja, auf jeden Fall. Das Debüt im Profibereich. Außer im Freundschaftspokal. Und das gegen einen Hauptrivalen von Bochum in Dresden. Wurz hier am was sieht gut auf und mein Dings nach so Flanke packte nichts. Bewertungen hier, die Aufstellung. Wir wieder hinter Wurz, also nicht wieder, sondern hinter dem Stürmer wieder. Knapper und Weiland aus den Außenbahnen, in der Mitte Lucilla und Hogland hinter uns. Perte, Bastians, Milian, kenne ich gar nicht. Milian. Und Chilazzi. Ach, Dornbusch im Tor. Ach, Alejandro Milian. Den müssen wir uns mal genauer mal ansehen. Ja, das ist die Aufstellung von Dresden. Das war die falsche Einstellung. Dresden, hier. Seht ihr die? So, dann wollen wir mal zurückgehen und weiterspielen. Dresden hier mit dem Spiel, der Spielaufbau über die Abwehr. Die kommen jetzt über den Flügel. Hitzenach wird hier von mir schön abgedrängt und auf Weiland gespielt. Und Lumpy Lamberts, der es auch auf dem Trikot hat, bekommt hier den... Und ein Foul vom Lapper, der heute über Flüge spielt. Und das gibt direkt die gelbe Karte. Der ist dann hier im Angriff nach diesem Freistoß. Und da werden wir gelegt, aber es war kein Foul. Und wir hier schön fair. Auf Weiland, weiter auf Chilazzi. Chilazzi heute sehr offensiv hier, der Außenverteidiger. Flanken, Kronz und Müller fasst sie. Fängt sie ab. Knapper auf Perte. Lucilla auf uns. Wir entschießen uns zum Pass auf Hochland, aber der versemmelt den Schuss. Und was war das? Hand scheinbar. Schön aufgepasst hier, war aber der nur Baller ein bisschen abgedrängt, aber nicht in Zeichen gescheitert gestört. Da verlieren wir den Ball. Kurz auf uns. Wir können hier durch, aber übersehen da den anderen Abwehrspieler, der lässt den Ball laufen, wird hier kritisiert. Ja, das war richtig so, dass ich den Ball
umsonst da verloren habe. Fluss in Angriff. Kuschke auf Lumpi Lamberts und da wird gefault. Kurzpass auf Wurz. Der älteste meiner Karriere. Der zählt ja auch die Freundschaftsspiele zu und... Und da war ja gar nichts. Wurz beschwert sich da. Zu Recht oder Unrecht, weiß ich jetzt gar nicht. Klasse Zweikampf. Auf Weiland, der arbeitet auf Schulotzi. Blanke Chance und da ist der Torwart der Sachsen. Perte kommt hier auf Lapper. Der den Ball noch vor der Auslinie rettet. Da war ein guter Pass auf Pertl, aber der am Ende nichts angebracht hat. Und Einwurf für Dresden. Dynamo weiter im Angriff. Konrad auf Kuschke. Lucilla passt hier auf. Wir können hier keinen Angriff starten und machen dann noch einen schlechten Pass. Wurz auf Hochland und der auf uns. Pass, der nicht ankommt, nur zum Torwart von uns. Müller wird hier gestoppt und zur Einwurf. Ach nein, Pertl. Schöner Pass. Vorteil Bochum, aber der Angriff bringt doch nichts ein, aber es geht weiter. Hochland verliert hier den Ball. Lumpi Lamberts. Und da war knapp. Kopfballchance Dresden war das. Milian. Kuhn auf Pertl. Lucilla auf Wurz. Und der Schuss, da wird gar nichts. Oh, 48% Pässe nur. Das ist unterirdisch. 6,5 Verwertung ist auch nicht wirklich. Das Gelbe vom Ei. Sila Wurz auf uns und wir sind zu langsam. Ah, der Steilpass auf. Wurz kommt nicht an. Schöner Zweikampf hier. Wurz am Ball. Verliert den Ball. Und mit der Flanke und... Oh! Wir mit den Volley da. Standen wir nicht richtig... Dabei geht doch vorbei. Kuschke. Wachs. Nitzner. Lumpi. Nitzner. Schlotzi.
Nappa. Schöner Pass hier. Perte wird hier gefault. Freistoß. Vom Pertl ausgeführt und auf unserem Kopf. Der war leider war der Torwart in unserer Kopfballrichtung. Schöner Steilpass und schon. Leider kein Tor. Aber schöner Steilpass war das. Konnte nicht erkennen, wer das war. Wieder ein Bochum am Boden und das sieht böse aus. Au. Der muss ausgewechselt werden mit dem Gesicht auf dem Boden geknallt und Fabian muss für Alejandro rein. Milian hat die Verletzung bekommen. Wurz, Lucilla auf Mlappa. Und da verlieren wir den Ball ab. Flankenversuch. Na, ja, den Torwart nur erreicht. Celotti hier gut aufgepasst. Und das ist die Halbzeitpause. Etwas überlegene Zahl hier. Na, auf jeden Fall war es ein bisschen Statistik hier. Hochland. Auf Kuhn als auf mich. Auf Wurz. Weiland. Schelotzi. Und Lucilla am Ball. Und schade. Aber 15 ausgetrippelte Gegner bis jetzt in meiner Karriere. Mlappa! Kann mir den Ball nicht verwerten. Kuschke. Lumpi. Hier im Angriff. Celotti passt auf. Pass auf Mlappa. Lucilla auf Pertl. Kurz. Auf uns und wir machen's Tor! Das erste Tor! Und was für ein schön in den Winkel! Eiskalt abgezogen! Sehr schönes Tor in der 54. Minute. Bis nach Fluss.
Lumpy Lambert. Konrad, fahren wir hier. Aber Vorteil. Schon längst wieder verpasst ist. Woods. Auf Mlappach. Und da war ein Abseits von Napa. Und die Dresdner wechseln. Und auch bei Bochum ist der zweite Wechsel. Mit Davidowitz für Hochland. Davidowitz hier direkt eingebunden. Und wir ziehen nochmal ab, aber diesmal kein Tor. Oh, schöner Überkopfball. Blinder Pass auf Flapper. Woods. Mailand. Die Davidowitz und... Nein. Ah, schade, da verlieren wir den Ball. Gut hier. Kuhn auf Schilazzi. Kuhn kann man so schön rufen. Erinnert mich bei Football an Green Bay Packers, an den ehemaligen Running Back von denen. Aber der hat das Team gewechselt. Weiß gerade nicht wohin, so ganz spontan. Ich hoffe, dass die Packers ja den Super Bowl gewinnen, aber ich tippe, die verlieren heute gegen Dallas Cowboys. Aber ja, das Spiel ist ja schon gelaufen, wenn ich das hier hochlade. Seit ungefähr 2 Wochen, also ist da Super Bowl auch schon fast gegessen. Aber bei den Wildcard Games war Aaron Rodgers auch saustark, so dass ich doch Hoffnungen habe. Aber darauf wetten täte ich nicht. So, da liegt ein Dresdner. Dem hat es auch umgehauen. Aber bei einem eigenen Foul. Schöner Pass auf Napa. Und da schießt er, passt uns zurück und wir holen wenigstens die Ecke raus. Und da war nichts. Konrad hat sich definitiv verletzt. Diepermann ist für Lucilla drin. Also dürfen wir hier durchstehen heute. Wir haben uns ja auch nicht verausgabt. Und schöner Pass auf Pferde hier von uns. Und das ist das 2:0 für Wurz. Und da wird erstmal getätschelt vom Beiland. 86. Minute. Schöner Pass hier von Pertl. Und rein damit. Nach dieser flachen Flanke von Pertl.
Weiland. Weiland. Kuhn auf Stepermann, auf Kurz, Knapper und schlechte Passansage durch uns. Aber wir haben eine neue Wertung und das ist schon mal so ordentlich, würde ich mal sagen. Knapper hier, B-Pass nach Perte. Und die Dresdner sind hier weiter im Angriff. Knapper auf Stippermann. Auf Wurz. Und wir haben freie Fahrbahn. Und geben dann doch noch auf Davidovic. Und da wohnt nur eine Ecke raus. Weiland holt die Ecke. Schlechter Pass. 9,1. Kuhn. Wir warten in der Mitte. Mittelkreis. Davidovic auf Weiland, auf Schlotzi. Wir warten ein bisschen abwarten da und es gibt Angriff Bochum. Schlechte Flankenansage durch mich. Oh, da wird unser Schuss hier abgeblockt, weil wir sind schon ziemlich am Pusten. Pertl auf Weiland, Davidovic und wir auf Mlapa. War da der Dresdner noch dran? Ja. Oh, wir dürfen mal die Ecke reinbringen und... Und nochmal Flanke, aber die war nicht gut. Einland. Und da war's. Bochum gewinnt 2:0. Und das war unser fünftes Spiel. Deswegen gibt es da auch ein paar Bonusse. Viel gelaufen. Pässe 85%, Schüsse 60%, Zweikämpfe 52%. Oh, Ballbehauptungen. Ganz schlecht. Oh, mehr Rot als Kuhn. Und Perte ist Spieler des Tages. Naja. Arbeite an deine Flanken, arbeite an deinen Querpässe, entscheide dich, falls nötig, für einen Kurzpass. Beweise bei deinen Pässen, bewahre bei deinen Pässen tolle Übersicht. Damit kreierst du Torchancen für deine Kollegen, brenne gehörend Gegner ab und bleibe unbedingt auf den Beinen. Ja. Andres habe nicht im Pokal gespielt. Alejandro Melan hat sich für 4 Wochen verletzt.
Verstauchtes Knie. Sah mir nach einem Dings aus. Naja. Saison, ich wollte da doch noch was. Teambericht. Aber woher der kam, er praktisch war schon zu wissen. Nur dort steht da nirgends. Zentrale. Oh. Direkt ein Ligaspiegel in 60 Minuten, aber das machen wir ja nicht. So, wir trainieren jetzt nur noch. Bei Besitzzeiten trainieren wir. Chancenerarbeitung natürlich. Präzisionspässe, das könnte heikel werden. Und das nächste Thema nehmen wir Standards. Focke, ja. Focke Schritte in den Ball, Dingsschüsse, Freistöße. Und zwei gegen eins Defensiver. Okay, Training beginnen. Enge Ballführung, das sollte machbar sein. Da war sehr schön gemacht. Ah. Ah. Das sollte exzellent sein. Jo, war das. Fand ich auch sehr exzellent. So, Chancenerarbeitung. Das dauert jetzt wieder. Und, oh, schöne Punkte zum Anfang. Die nehmen wir ja gerne mit. Boah! Oh, schön verladen den Torwart. Schön gemacht, haben wir schon knapp drin. Er sollte mindestens auf gut gehen, gut gemacht gehen. Und damit bin ich dann mega zufrieden dann. Gut gemacht, schon nach einer Minute noch. Ja, gut. Das war nicht so. Und exzellent geschafft hier. Bin da wirklich heute gut in Form. Haben wir auch bei der extra Trainingsfolge auch mal geschafft. Ah. Ach, da fallen ja gar nichts.
So, letzter Angriff. Nächste Einheit, Präzisionspassach, dieses da. Ja, da war da doch noch dran. Ah, Mist. Auf gut gemacht schon. Ah, Mist. Ach, schade. So, Ergebnis ansehen, nehme ich. Freistöße will ich selber nicht machen. Mal sehen, was das ist. Naja, die hätte ich vielleicht selber noch hinbekommen. So, und jetzt 2 gegen 1 Defensive. Gut gestoppt hier. Und gut gestoppt. Gut gestoppt. So. Beim Pau. Dann spielt er uns aus. Ach komm. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Gut gemacht. Exzellent. Na, wer sagt's denn? Jo. Und wir werden immer kompletter. Ab und das Spiel. So, jetzt ist fast die Erwartung von mir für die nächsten Spiele. 7,0. Ja. Beteiligung an Toren. Beteilige ich an mindestens ein Tor. In der 2 Chancen herausspielt. Ja, Würzburg. 60 ist ja nicht so großer Gegner. Süße doof. Geht so. 1000. Na, auch eher unterklassig. Würzburg auch kein Problem. Okay, damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal bei Werde ein Star mit Tim Kuhn.